Stefan Ziron ist ein Pianist, Improvisationsmusiker und Multiinstrumentalist aus Berlin. Er tritt mit Unterhaltungsprogrammen von Improvisationstheater bis Comedy auf und er schafft es, Jazz, Pop und Klassik miteinander zu verbinden. Bei dem Improvisationstheater Pater Noster spielt er das Keyboard. Auch hier improvisiert er natürlich, zusammen mit den Darstellern. Man trainiert, dass die Spieler natürlich sich von der Musik beeinflussen lassen und ich darauf achte, dass das, was ich mache, natürlich auch zu dem passt, was vorgegeben wird. Und es ist ein Wechselspiel. Also einerseits gebe ich Sachen vor, mit einer Stimmung, mit einer bestimmten Musik und die Spieler reagieren drauf und andersrum ist es natürlich genauso. Nebenbei arbeitet er mit seinem Produzenten und Freund Frank Böster an seinem neuen Album Out of the Movies. Wir sind immer befreundet geblieben und haben dann gemerkt, dass unsere Interessen bei Musikproduktion und Musikschreiben dann mehr und mehr zusammenlaufen. Und dann kam es zum ersten Mal, dass wir Sachen ausgetauscht haben und gesagt haben, guck mal, was du hier mitmachen kannst und die Sachen des anderen jeweils zu verbessern. Stefan improvisiert zu Hause an seinem Keyboard, welches ihm Fans und seine Frau zum Geburtstag schenken. Hier in seinem Büro zu Hause verbringt der 33-Jährige viel Zeit mit seiner Musik. Ich habe wirklich das Glück, einen Job zu haben, der mich gefunden hat. Ich wollte das erst eigentlich gar nicht machen. Also als ich 17 war, habe ich immer gesagt, ich wollte Webdesigner werden und wollte was mit Computern machen, weil man damit ja Geld verdient und mit dem anderen Zeug ja nicht. Und Künstler ja kein Geld verdienen. Und mittlerweile ist es anders und ich mache eigentlich nur noch Musik in verschiedenen Ausmaßen so, also von selber Komposition schreiben bis Workshops geben und auftreten und so. Und deswegen ist es mein Beruf und auch meine Berufung, weil sich das so entwickelt hat. Das war nicht mein Plan. Also ich würde es niemals komplett aufgeben. Ich würde es auch nicht gegen einen anderen Job tauschen wollen, weil ich schon mit allen positiven und negativen Seiten, die dieser Job so mitbringt, immer sagen würde, das ist schon der Job, den ich machen will. Und das ist es ist ja eben nicht nur ein Job, sondern es ist schon eine Berufung und eine Leidenschaft, wie du auch gesagt hast. Und das ist, glaube ich, mit nichts einzutauschen. Also ich könnte mir nicht vorstellen, jetzt zu sagen, ich habe jetzt einen Bürojob, da verdienst du vielleicht das Dreifache und dafür gehst du dann halt da ins Büro und machst deine Arbeit. Das würde ich niemals machen. Dann würde ich lieber weniger Geld verdienen wollen und lieber den Job machen wollen. Applaus